Tom, der Abschleppwagen. Hey, Steve. Was hast du heute vor? Machst du die Straße schön eben, damit alle deine Freunde gut darauf fahren können? Das ist großartig. Tolle Arbeit, Steve. Was ist das für ein Geräusch? Ist das Amber, der Krankenwagen? Mal schauen, was da los ist. Hier ist Amber. Sieht so aus, als müsste sie ganz schnell zum Krankenhaus. Steve arbeitet in der Nähe vom Krankenhaus. Ich hoffe, er ist dir nicht im Weg. Hey, Steve. Amber fährt schnell Richtung Krankenhaus. Pass auf, dass du nicht im Weg bist. Was ist los, Steve? Du denkst, deine Walze sitzt fest? Versuch es doch nochmal. So ist es richtig, Steve. Versuch es so doll du kannst. Oh nein! Sollen wir es noch ein einziges Mal probieren? Okay, Steve. Dann sollten wir so schnell wie möglich Tom den Abschleppwagen rufen. Tom! Hey, Tom! Komm schnell! Steve, die Dampfwalze braucht deine Hilfe. Er steht direkt vor dem Krankenhaus. Beeilung! Oh nein! Amber ist schon da! Tut mir leid, Amber. Steve kann dir nicht aus dem Weg fahren. Es ist was mit seiner Walze nicht in Ordnung. Ach du liebe Güte, ich hoffe nur, Tom ist bald da. Komm schon, Tom. Keine Sorge, Steve. Tom ist auf dem Weg. Hier ist er auch schon. Hey, Steve. Tom ist da, um zu helfen. Keine Sorge, Amber. Tom hat Steve in 0, nichts aus dem Weg geräumt. Perfekt, Tom. Na, dann wollen wir mal Steve aus dem Weg schleppen, damit Amber zum Krankenhaus fahren kann. Gut gemacht, Tom. Hervorragende Arbeit. Jetzt kann Amber zum Krankenhaus fahren. Tschüss, Amber. Mach es gut. Na dann mal fix zurück in die Werkstatt und diese Walze repariert. Da sind wir auch schon, Steve. Was ist das Problem, Tom? Es sieht so aus, als wäre Steves Walze abgenutzt. Hast du Ersatzwalzen auf Lager, Tom? Pass auf, dass du die richtige auswählst. Du hast recht, Tom. Die ist viel zu klein für Steve. Die hier sieht aus, als würde sie perfekt passen. Sollen wir sie ausprobieren? Gute Idee, Tom. Wir müssen Steve erst ein wenig anheben. Denkst du, die neue Walze wird passen? Gut gemacht, Tom. Sie hat genau die richtige Größe. Mhm.
Muss bei Steve noch irgendwas repariert werden, Tom? Du hast recht, Tom. Steve braucht ganz dringend eine Wäsche. Das ist großartig, Tom. Steve sieht so gut wie neu aus. Was ist los, Tom? Ah, ich verstehe. Steves Sitze sehen sehr alt aus. Hast du ein paar Ersatzsitze da? Die sehen viel besser aus. Schauen wir mal, ob sie passen. Du wirst wohl erst die Tür aufmachen müssen, Tom. Der Sitz passt. Gute Arbeit, Tom. Kann Steve jetzt wieder an die Arbeit gehen? Nein? Aber warum denn nicht? Keine Sorge, Steve. Es ist bestimmt nichts Ernstes. Willst du noch Steves Spiegel putzen, Tom? Gute Idee. Steve sieht ja so gut wie neu aus. Schau, wie zufrieden er ist. Großartige Arbeit, Tom. Tschüss, Steve. Tschüss, Tom. Hallo, Francis. Sieht so aus, als hättest du viel zu tun heute. Hey, Francis. Alles in Ordnung? Oh, das hätte gefährlich werden können. Keine Sorge, Francis. Wir kriegen dich repariert. Warte einfach hier. Ich hole Tom den Abschleppwagen. Er kann dir helfen. Hey Tom, fährst du gerade zurück in die Werkstatt? Hey, hör mal Tom, könntest du vielleicht umdrehen? Francis, der Gabelstapler, hat Probleme. Er braucht deine Hilfe. Danke Tom, du bist echt ein toller Kerl. Komm, helfen wir Francis. Aber wo ist Francis? Da, Tom. Schau dort. Francis wartet auf uns. Oh, oh. Aufpassen, Tom. Hey, Francis. Tom ist hier, um dir zu helfen. Alle Mann in die Werkstatt.
Na, dann wollen wir mal. Womit sollen wir anfangen, Tom? Also, die Gabel hat sich verbogen und ist gefährlich. Du hast recht. Wir sollten die Gabel austauschen. Passt diese hier? Ja? Perfekt. Zeit, die alte Gabel loszuwerden und die neue anzupassen. Und schon sind wir fertig. Du siehst toll aus, Francis. Oh, schau mal, Tom. Francis braucht ein bisschen Farbe. Da, Tom. Würde die gehen? Zeit für einen neuen Anstrich. Großartige Arbeit, Tom. Du siehst klasse aus, Francis. Oh, da ist noch mehr zu tun, Tom. Ja, wir müssen etwas wegen diesem Warnblinker unternehmen. Könnte der hier passen? Nein? Okay. Wie ist es mit dem hier? Nein? Und der hier? Perfekt. Klasse Arbeit, Tom. Jetzt sieht alles perfekt aus. Viel Spaß, Francis. Tschüss. Was ist los, Frank? Hast du ein Problem? Lass uns Tom den Abschleppwagen anrufen. Er wird dir helfen. Tom, dein Freund Frank steckt in Schwierigkeiten. Du musst ihm helfen. Oh, Frank ist nicht hier. Vielleicht da drüben? Schau, Tom! Wir haben Frank gefunden. Wir müssen ihm helfen. Wer soll denn sonst in der Stadt löschen, wenn ein Feuer ausbricht? Hallo, Frank! Jetzt wird alles gut. Perfekt! Auf geht's zur Werkstatt! Okay, Tom. Bereit, das Feuerwehrauto zu reparieren? Dann lasst uns anfangen. Als erstes wechseln wir den Stoßfänger vorne aus. Er ist kaputt. Wow! Das sieht toll aus, Frank. Was als nächstes, Tom?
Natürlich, Tom. Lass uns die Räder wechseln. Wir brauchen 6 davon. Also, welcher Räderstapel ist der richtige? Ja, natürlich. Hervorragend, Tom. Oh, da ist ein Loch im Wassertank. Wir müssen es reparieren, Tom. Wow, Tom, was ist das? Wirst du das Loch mit dem Schweißgerät schließen? Fantastisch, Tom. Ja, Tom? Hast du noch etwas für uns? Wow, Tom! Wahnsinn! Eine neue Leiter! Ah, du brauchst ein neues Licht, Frank. Tom, kannst du da nicht was machen? Super, Tom. Wir sehen uns, Frank. Und bravo, Tom. Hallo, Jerry, das Rennauto. Bist du bereit für dein großes Rennen? Wow, hast du eine Geschwindigkeit drauf. Dieses Rennen gewinnst du mit Sicherheit, Jerry. Schnapp sie dir, Jerry! Oh-oh, was ist los, Jerry? Alles in Ordnung? Das große Rennen ist in ein paar Stunden. Keine Sorge, wir kriegen dich wieder hin. Warte einfach hier. Ich hole Tom den Abschleppwagen. Er kann dir helfen. Hey, Tom! Langer Tag, was? Hey, hör mal, Tom. Jerry, das Rennauto, hat Probleme. Und sein großes Rennen ist in ein paar Stunden. Er braucht deine Hilfe. Großartig, Tom. Du bist echt ein Held. Dann komm mal mit. Auf zu Jerry. Da vorne, Tom. Jerry wartet auf uns. Oh oh, Vorsicht, Tom. Hey Jerry, Tom ist da. Na, dann wollen wir mal. Alle Mann in die Werkstatt. Bist du bereit, Jerry? Bereit, Tom? Was machen wir als erstes, Tom? Also, bei der Geschwindigkeit, die du fahren musst, ist es kein Wunder, dass dein Reifenprofil runter ist, Jerry. Zeit für einen Reifenwechsel. Passen die hier, Tom? Nein? Oh, natürlich. Die sind viel zu klein für Jerry. Wie sieht es mit denen hier aus? Perfekt. Na dann mal runter mit den alten Reifen und rauf mit den neuen.
Und das war's auch schon. Du siehst toll aus, Jerry. Gibt's noch was, Tom? Oh ja, die Sitzbank sieht wirklich alt aus. Da drüben, Tom. Passt die? Zeit für eine neue Sitzbank. Ist das nicht aufregend, Jerry? Jerry sieht so glücklich aus. Der Heckspoiler ist beschädigt. Können wir da nicht was machen, Tom? Ja, der wird ausgewechselt. Also, welche Farbe denkst du würde gut zu Jerry passen? Der rote mit den schwarzen Streifen? Hervorragende Wahl, Tom. Wow, Tom! Jerry sieht perfekt aus. Wie ein Gewinner. Was ist denn, Tom? Eine neue Wagennummer. Fantastisch! Die wird Jerry auf jeden Fall brauchen für sein Rennen. Ich drück dir die Daumen, Jerry. Viel Spaß! Tschüss! Tschüss, Tom. Bis bald. Hallo, Charlie. Na, viel zu tun heute? Oh nein, Charlie, dein Haken ist kaputt. Aber hey, mach dir keine Sorgen, Charlie. Tom, der Abschleppwagen, hat dich in 0, nichts repariert. Warte, ich hol ihn schnell. Hey, Tom, Charlie, der Kran steckt in Schwierigkeiten. Auf geht's. Ja, beeil dich, Tom. Tom, weißt du, wo Charlie ist? Schau, da ist er ja. Beeilung. Hey, Charlie, Tom ist hier. Dann bringen wir dich mal in die Werkstatt, Charlie. Ganz schön schwer, was? Auf geht's! Alle Mann in die Werkstatt. Charlie, Tom nimmt dich jetzt mal unter die Lupe. Als erstes müssen wir den Haken ersetzen. Mal schauen, was wir auf Lager haben. Könnte der hier passen, Tom? Du hast recht, der ist nicht stabil genug. Und was ist mit dem hier? Du hast recht, das ist ein Anker. Und was ist mit dem hier? Perfekt! Na, das sieht doch super aus, Charlie. Alles dank Tom. Gibt es noch etwas, Tom?
Drehgelenk scheint zu haken. Tom, was schlägst du vor? Ja, du hast recht. Wir versuchen es mal mit dem Schraubenschlüssel. Vielleicht kannst du es damit reparieren. Da, der Schraubenschlüssel. Hervorragend. Charlie, schau mal, ob dein Drehgelenk jetzt besser funktioniert. Das klappt doch super. Was ist los, Tom? Gibt's ein Problem? Ah, ein kaputter Frontscheinwerfer. Den hätte man leicht übersehen können. Aber das ist doch überhaupt gar kein Problem für dich, Tom. Ich bin sicher, den hast du schnell repariert. Welches ist die richtige Größe für Charlies neuen Scheinwerfer, Tom? Also, was denkst du, Tom? Ja, du hast recht, der hier sieht perfekt aus. Charlie, du hast einen neuen Frontscheinwerfer. Ist das nicht toll? Gibt es noch etwas, Tom? Gute Idee. Verpassen wir Charlie eine Wäsche. Na, dann wollen wir mal. Wow, jetzt siehst du fast aus wie neu, Charlie. Was für eine Verwandlung. Gute Arbeit, Tom. Hi, Billy. Wie geht's dir? Hast du dich verirrt, Billy? Warte hier. Keine Sorge, Billy. Ich schicke dir jemanden zur Hilfe. Matt. Hey, Matt. Billy, die Planierraupe, hat sich verirrt. Wir müssen ihm helfen. Ich denke, wir werden etwas Hilfe brauchen, Matt. Lass uns Frank das Feuerwehrauto um Hilfe bitten. Hey, Frank! Hilfst du uns, Billy zu finden? Er hat sich verirrt. Also, wo fangen wir an? Du hast recht. Billy wollte heute Morgen Amber den Krankenwagen besuchen. Schauen wir mal bei ihr vorbei. Hallo Amber, Billy hat dich doch heute Morgen besucht. Hast du eine Ahnung, wo er sein könnte? Oh, er ist zum Bauernhof gefahren. Vielen Dank, Amber. Dann sollten wir da mal nachschauen. Matt! Frank! Schaut, hier ist Ben, der Traktor. Mhm.
Hallo Ben, weißt du, wo Billy sein könnte? Beim Wald, sagst du? Okay, dann fahren wir da mal vorbei. Passt auf, dass ihr euch nicht auch verirrt. Billy, wo bist du? Es wäre toll, wenn wir uns von oben einen Überblick verschaffen könnten. Was ist denn los, Jungs? Wow, eine Kamera. Tolle Idee. Mal schauen, ob wir Billy damit finden können. Oh, da ist er ja. Billy ist einfach ein Stück weiter die Straße runter. Billy, jetzt bist du in Sicherheit. Matt und Frank sind hier. Großartig, Jungs. Ihr habt Billy gerettet. Nun kommt sicher nach Hause. Bis zum nächsten Mal und nochmals danke. Hallo, Ben. Hm. Du siehst ja gut gelaunt aus. Was hast du vor heute? Ben, pass auf! Oh nein, Ben. Alles in Ordnung? Warte hier, ich gebe dem Streifenwagen Bescheid. Hier ist Matt, genau der, den wir brauchen. Matt! Matt! Warte mal kurz. Ben braucht deine Hilfe. Er steckt auf der Brücke fest. Matt, wo willst du hin? Die Brücke ist rechts. Ah, du bittest Frank um Hilfe. Gute Idee. Ben, keine Sorge. Matt und Frank holen dich in 0,0 aus diesem Schlagloch. Es sieht so aus, als wäre die Straße von diesen Felsen blockiert. Oh ja, gute Idee. Lasst uns Billy die Planierraupe anrufen. Er kann uns die Straße freiräumen. Billy, Matt und Frank brauchen deine Hilfe, um Ben dem Traktor zu helfen. Komm mit! Okay, Billy, kannst du bitte die Straße freiräumen? Thank you.
Gut gemacht, Billy. Vielen Dank. Okay, Freunde, auf geht's! Gute Idee, Matt, aber ich glaube, Ben ist einfach zu schwer für dich. Was wird das denn, Frank? Vorsicht, sonst rammst du Ben. Oh, tolle Idee, Frank. Komm schon, Matt. Komm schon, Frank. Ihr habt's fast geschafft. Ja, gut gemacht, Jungs. Und Ben, hab ab jetzt ein Auge auf die Straße, ja? Hi, Billy, wie geht's dir? Hast du dich verirrt, Billy? Warte hier. Keine Sorge, Billy. Ich schicke dir jemanden zur Hilfe. Matt. Hey, Matt. Billy, die Planierraupe, hat sich verirrt. Wir müssen ihm helfen. Ich denke, wir werden etwas Hilfe brauchen, Matt. Lass uns Frank das Feuerwehrauto um Hilfe bitten. Hey, Frank! Hilfst du uns, Billy zu finden? Er hat sich verirrt. Also, wo fangen wir an? Du hast recht. Billy wollte heute Morgen Amber den Krankenwagen besuchen. Schauen wir mal bei ihr vorbei. Hallo Amber, Billy hat dich doch heute Morgen besucht. Hast du eine Ahnung, wo er sein könnte? Oh, er ist zum Bauernhof gefahren. Vielen Dank, Amber. Dann sollten wir da mal nachschauen. Matt! Frank! Schaut, hier ist Ben, der Traktor. Hallo Ben, weißt du, wo Billy sein könnte? Beim Wald, sagst du? Okay, dann fahren wir da mal vorbei. Thank you.
Passt auf, dass ihr euch nicht auch verirrt. Billy, wo bist du? Es wäre toll, wenn wir uns von oben einen Überblick verschaffen könnten. Was ist denn los, Jungs? Wow, eine Kamera. Tolle Idee. Mal schauen, ob wir Billy damit finden können. Oh, da ist er ja. Billy ist einfach ein Stück weiter die Straße runter. Billy, jetzt bist du in Sicherheit. Matt und Frank sind hier. Großartig, Jungs. Ihr habt Billy gerettet. Nun kommt sicher nach Hause. Bis zum nächsten Mal und nochmal Schleppwagen. Hey Ethan, ordentlich zu tun? Was ist los, Ethan? Schwierigkeiten? Oh Mann, jemand muss dich reparieren. Lass uns Tom den Abschleppwagen rufen. Er kann dir helfen. Tom! Hey Tom! Ethan, der Kipplaster, braucht deine Hilfe. Ich zeig dir, wo er steht. Wir müssen zur Baustelle. Beeilung! Hier links, Tom. Super. Wir sind gleich da, Tom. Keine Sorge, Ethan. Tom ist auf dem Weg. Wo ist er denn? Ah, da ist er ja. Hey, Ethan. Tom ist da, um zu helfen. Wir haben ein Problem, Tom. Ethans Ladeklappe sitzt fest. Keine Sorge, Ethan. Du kommst mit in die Werkstatt und wirst repariert. Oh, Ethan ist zu schwer. Das muss am Stein liegen auf der Ladefläche. Was sollen wir tun, Tom? Hast du eine Idee? Gute Idee, Tom. Wir bitten Charlie, den Kran, uns zu helfen. Hey Charlie, kannst du uns mal kurz helfen? Super! So, jetzt ist Ethan leicht genug, um ihn zur Werkstatt zu schleppen. Dankeschön, Charlie. Keine Sorge, Ethan. Wir haben dich in 0, nichts repariert. Und da sind wir auch schon, Ethan. Was ist das Problem, Tom? Oh, ich verstehe. Die Schrauben von der Klappe sind zu fest. Wir brauchen einen Schraubenschlüssel, um sie zu lösen. Wo ist der Schraubenschlüssel, Tom? Findest du ihn? Aha.
Gute Arbeit, Tom. Jetzt kann die Klappe von Ethan wieder auf und zugehen. Ach du liebe Güte, sieht aus, als hätte Ethan einen Platten. Wir brauchen das Pressluftgerät, um ihn wieder aufzupumpen. Wo ist das Pressluftgerät, Tom? Ach, da ist es ja. Der Reifen muss ordentlich aufgepumpt werden. So ist es perfekt. Okay, Tom. Du sagst, Ethan braucht einen neuen Anstrich? Das ist die falsche Farbe. Wo können wir sonst noch nachschauen? Im Regal? Gut gemacht, Tom. Das ist genau die richtige Farbe. Wow, Tom! Ethan sieht nagelneu aus. Schau, wie glücklich er ist. Was ist los, Tom? Was ist dir aufgefallen? Du hast recht, Ethans Bremslicht funktioniert nicht. Vorsicht, Tom. Du musst genau das Richtige finden. Nein, das ist ein rotierendes Warnlicht. Nein, das ist eine Handlampe. Und sie ist weiß. Das ist genau richtig. Bremslichter sind immer rot. Das ist super, Tom. Es passt perfekt. Bist du zufrieden, Ethan? Es sieht großartig aus. Tschüss, Ethan. Tom, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo, Lilly. Viel zu tun heute? Lilly, was ist los? Oh, hast du Probleme mit deiner Rollstuhlrampe? Das muss auf der Stelle repariert werden. Aber keine Sorge, Lilly. Tom, der Abschleppwagen kann dir helfen. Warte, ich hole ihn. Tom, wach auf, du Schlafmütze. Lilly, der kleine Bus braucht deine Hilfe. Sonst kommt sie nicht rechtzeitig zur Schule, um die Kinder abzuholen. Lass sie uns reparieren. Auf geht's, Tom. Gleich da vorne ist Lilly. Hey, Lilly, Tom ist hier. Er hat dich 0, nichts repariert. Perfekt, Tom. Dann mal zurück in die Werkstatt.
Da sind wir auch schon. Okay, Tom. Bereit, den kleinen Bus zu reparieren? Aha. Dann fangen wir mal an. Aha. Also, was machen wir mit der Rollstuhlrampe, Tom? Ja, lass sie uns austauschen. Du hast recht, die sollte passen. Zeit für eine neue Rollstuhlrampe. Mhm. Schau mal, ob sie funktioniert, Lilly. Wow, die funktioniert ja super. Was ist denn jetzt los, Lilly? Tom, weißt du, was Lilly hat? Oh, ihre Batterie muss aufgeladen werden. Na dann, hier ist das Aufladegerät. Das dauert nur eine Minute, Lilly. Keine Sorge, das tut nicht weh. Und wir sind fertig. Perfekt. Also, der Spiegel muss erneuert werden. Was hältst du von dem ganz oben auf dem Regal, Tom? Nicht gut genug? Oh, okay. Wie ist es mit dem hier? Der sieht Lillys Altem sehr ähnlich. Aha. Na dann mal ran an die Arbeit, Tom. Gute Arbeit, Tom. Lilly sieht aus wie neu. Tschüss, Lilly. Die Schulkinder warten auf dich. Wir sehen uns. Großartige Arbeit, Tom. Bis bald. Tschüss. Na, viel zu tun heute? Verfolgst du das zu schnell fahrende Auto da vorne? Schau, er hat gerade eine rote Ampel überfahren. Den darfst du nicht entkommen lassen. Dranbleiben, Hector! Hey, Hector! Vorsicht! Oh, Hector! Da ist Rauch an deinem Rotor! Hector! Vorsicht! Vorsicht! Ups! Ach, Hector, mach dir doch keine Vorwürfe. Es war einfach Pech, dass du das Auto nicht erwischt hast. Oh, du brauchst Hilfe, Hector. Ich rufe Tom den Abschleppwagen. Er kann dich reparieren. Warte hier. Hey, Tom. Tom,
Wir brauchen deine Hilfe. Hector, der Hubschrauber, hat Probleme. Beeilung, Tom. Susi, Tom spielt später mit dir. Tschüss. Hier musst du links, Tom. Super. Schau, da ist er. Beeilung. Hey, Hector. Tom ist hier. Jetzt musst du dir keine Sorgen mehr machen. Dann bringen wir dich mal in die Werkstatt, Hector. Tom, bist du bereit? Nein, Tom. Hector hat keine Räder. Dadurch ist es schwierig, ihn zu bewegen. Was sollen wir machen, Tom? Hervorragende Idee, Tom. Du besorgst einen Anhänger und ich frage Charlie den Kran, ob er uns hilft, Hector auf den Anhänger zu heben. Charlie! Charlie! Wir brauchen deine Hilfe. Hector hatte einen Unfall. Komm, auf geht's! Hier kommt Charlie. Tom braucht deine Hilfe, um Hector auf den Anhänger zu heben. Vorsicht! Perfekt, Charlie. Vielen Dank für die Hilfe. Tschüss, bis bald. Und schon sind wir in der Werkstatt. Hector, Tom nimmt dich jetzt mal unter die Lupe. Eines von Hectors Rotorblättern fehlt. Dürfte schwierig sein, ohne es zu fliegen. Suchen wir ein neues Rotorblatt für Hector. Könnte das hier passen, Tom? Nein? Was ist mit diesem hier? Nein? Und das hier? Perfekt! Geschafft! Gute Arbeit, Tom! Was kommt als nächstes? Okay, die Landekufe ist als nächstes dran. Ja, du hast recht. Wir müssen sie komplett austauschen. Das wird ein bisschen komplizierter, als wir dachten. Perfekt, Tom! Brauchen wir noch etwas, Tom? Einen Schraubenschlüssel, natürlich. Jetzt haben wir alles. Super. Jetzt aber vorsichtig mit den Schrauben. Und hier kommt die neue Landekufe. Großartige Arbeit, Tom! Hector kann hervorragend stehen auf seiner neuen Landekufe. Schauen wir uns mal den Heckrotor an.
Also, bist du bereit, Hector? Gute Arbeit! Jetzt bist du bereit zum Abflug, Hector. Tschüss, Hector. Viel Spaß. Na dann, bis später, Tom. Tschüss.